Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen, wunderbaren Fan-Let's Play. Ich freue mich, dass ich endlich mal die Zeit finde, es tatsächlich zu spielen. Denn wir spielen jetzt Zack McCracken, Between Time and Space. Das inoffizielle, ich muss ein bisschen leiser machen auf meinem Headset, die inoffizielle Fortsetzung von Zack McCracken. Habe ich übrigens schon auf meinem Kanal gespielt. Ein wunderbares, ziemlich schweres und auch frustrierendes, muss man wirklich mal unterstreichen, Adventure von LucasArts. Aber heute ist es soweit, ja. Ich habe ja die letzten zwei Male leider ein paar Beispiele gezeigt von Fanprojekten, die es nicht bis zur Komplettierung geschafft haben. Nämlich Tomb Raider, Deck of Xiang und dann noch Return of the Tentacle, leider Gottes. Aber es gibt auch Beispiele, wo es bis zum Schluss geklappt hat. Nämlich hier, Zack McCracken, Between Time and Space. Steht ja auch hier, ne? Kostenloses Fan-Adventure. Dieses Spiel ist eine inoffizielle Fortsetzung zum Kultspiel Zack McCracken von LucasArts. Dieses Spiel wurde von begeisterten Fans entwickelt und ist ausdrücklich Freeware, ne? Ja, und ich bin echt gespannt. Ich frage mich, ob es genauso schwer ist wie das Hauptspiel, ja? Ob wir wieder, sag ich mal, Geldnöte bekommen werden, dann irgendwo sonst wo stranden, ob es wieder irgendwelche Sackgassen gibt. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne mal hier auf der Facebook-Seite, ich weiß gar nicht mal, ob die aktiv ist, das ist auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Aber lasst mal den Entwicklern ein bisschen Liebe da. Das ist echt sowas, ist was Besonderes, wenn wirklich mal so ein Projekt bis zum Schluss durchgeführt wird. Ich würde aber sagen, wir können ja mal auf Sprache Deutsch. Ich habe auf Deutsch gestellt, weil jetzt immer noch das Menü in Englisch ist. Aber wir starten einfach mal das Spiel. Thomas Dipke. Wiebke Scholz. Daniel Karl. Axel Eisenhardt. Coca-Cola. Was ist das? Coca-Loca. Ja. Simon Schörne. Konrad Koch. Manuel Rülke. Jeffrey Riebrecht. Andreas Max. Visionär-Team. Ich bin echt gespannt, was ich erwartete. Oh yeah. Aha. Das haut schon mal gut rein, ja. Na, mal sehen, was die Mindbenders diesmal vorhaben, ne? Oh. Eieiei. Ah, da ist er doch, der Zack, oder? Ist er das? Nee. San Francisco Airport. Ah, ja. Okay, da hinten ist die Maschine. Jetzt noch den richtigen Moment anpassen. Ah, da ist er doch. Da ist er doch, unser Held hier. Los. Nicht stolpern. Ja, schön Schleichwerbung auf der Tasse. Ah, wer ist das denn? Wer versteckt sich da? Ja, ich sehe schon, Zack lebt gefährlich, ja? Verdammte Ratten. Es müssen natürlich überall immer Ratten sein. Kann er froh sein, dass sie hier nicht auf Hygiene achten. Was war das? Oh mein Gott!
Oh. Tja, lass uns teilhaben an dem, was du gesehen Mist. Hast. Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Irgendwie müssen sie mir gefolgt sein. Und dabei war ich so vorsichtig. Ach nee. Ach du Scheiße. Ganz ruhig. Verdammt! Jetzt sind sie an Bord gekommen. Wenn sie mich finden, ist das mein Ende. Verehrte Fluggäste, bitte bleiben Sie ruhig. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Kontrolle der Einwanderungsbehörde. Es wird ein blinder Passagier an Bord vermutet. Oh oh. Die Beamten werden nun die Abteile durchsuchen. Bitte seien Sie kooperativ. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ja, offensichtlich, ja. Vielleicht kann ich die Tür verriegeln, indem ich das Scanfeld kurz schließe. Das würde sie für eine Weile aufhalten. Oder ich verlasse das Flugzeug durch die Ladeluke. Aber wie kann ich sie öffnen? Da hinten, in den Kisten, müsste noch etwas Brauchbares zu finden sein. Los, Zack, benutz deine grauen Zellen. Sonst schaffst du doch auch immer alles. Ja, die muss ich jetzt auch benutzen. Oh, kurzer Klick, langer Klick. Okay, kurzer Klick schickt die Person zum Objekt. Langer interagieren, rechte Maustaste. Spielhinweise, aha. Spiel starten. Also kann ich jetzt... Ja, ich werde mal ganz kurz wegen der Lautstärke gucken. Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen laut. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe es mal ein bisschen leiser gemacht. Falls es dann noch zu leise sein sollte, werde ich das in der nächsten Folge anpassen. Spielstände. Wir speichern erstmal, kann ja nie schaden. So, na dann. Play on. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Auf jeden Fall sehr schön gemacht, ne? Also es ist wirklich ein Fan-Adventure, ne? Nichts Offizielles, aber ist doch cool, dass es sowas gibt, oder? Gucken wir uns den Sicherungskasten an. Langer Klick, interagieren. Was haben wir denn? Öffnen. Was soll ich denn am Sicherungskasten? Ja, weiß ich doch nicht. Öffnen und gucken, ob da was drin ist. Ein Sicherungskasten. Danke. Danke für die Spezifizierung. Es ist nichts mehr zu sehen. Die Gestalten haben das Flugzeug betreten. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit, die Maschine zu verlassen. Das weiß ich nicht. Das wird sie zeigen. Genau, öffne das Fenster. Ich meine, wir fliegen doch, oder? Ich kann es nicht ziehen. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre, einfach mitten im Flug die Tür zu öffnen. Wir können es mal probieren. Ich meine, vielleicht funktioniert. Hier komme ich momentan nicht weiter. Hier kommst du momentan nicht weiter. Na gut. Wenn du das sagst, was haben wir denn noch Schönes hier? Lüftungsschlitz. Ein paar Lüftungsschlitze. Vermutlich damit Wärme entweichen kann. Ja, warum sagst du das so leise? Das sieht ziemlich uninteressant aus. Findest du? Was habe ich überhaupt dabei? Ein gelber Buntstift? Das hilft mir nicht weiter. Ich liebe diese Buntstifte und ich liebe seine Farbe. Ja. Gelb ist eine so wunderbare Farbe. Naja, gelbe Buntstifte, das kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil, ne? Oder was haben wir hier? Kaffeebecher. Ein Kaffeebecher mit irgendeinem Logo. Ja. Noch nie gesehen. Ja, klar. Auf Boden klebt ein zähflüssiger Kaffeesatz. Wer den trinkt, muss wohl nie wieder schlafen. Lecker. Ich kann auch versuchen, mit dem Buntstift das so rauszukratzen. Kaffeesatz, gut, funktioniert also nicht. Rede mit Kaffeebecher, klar. Ich hasse kalten Kaffee. Oh, ich meine, wollen wir einfach mal durch die Tür gehen? Ich glaube ja nicht, ne? Wenn das so einfach wäre... Warum? Das so ein. Gut, also so einfach ist es dann doch nicht. So Krempel. Im Krempel liegt doch immer was Gutes begraben, oder? Hier liegt doch eine intakte Sicherung. Ach, ganz zufällig, ne? Da liegt nur technischer Krempel. Momentan kann ich davon nichts gebrauchen. Technischer Krempel? Okay, hier sieht es irgendwie aus wie so eine Keksdose oder irgendwie so ein alter Lappen, aber. Gut, einen Schrank öffnen wir den mal. Den ganzen Schrank nehmen können wir wahrscheinlich das nicht. Das Regal will ich nicht nehmen. Kannst du wahrscheinlich auch nicht nehmen. Guck mal, wie groß das ist. Ich glaube, solche unendlichen Taschen hast du dann doch nicht. Ist ja witzig, dass hier genau die Dinge sind, die ich brauche, ne? Hebel. Ey, wo hast du dir das denn hingesteckt jetzt gerade? Durch den Hosenschlitz ins Hosenbein oder was? Zieh oder drück. Ist doch gut dort. Findest du? Weder Musikinstrumente noch Notenblätter werden mir hier helfen. Er bleibt zu. Ich glaube, ich kann damit nichts anfangen. Na gut, wenn du das sagst. Ein Karton mit Musikerbedarf.
Das brauche ich nicht. Okay, also er ist musikalisch nicht so bewandert bzw. interessiert. Das muss man akzeptieren, ja. Dann bleibt's halt da, wo es jetzt ist. So, ziehe, drücke Tonne. Ich steck fest. Es steckt niemand drin, mit dem ich sprechen könnte. Du würdest also mit irgendeiner Person sprechen, die aus der Tonne lugt oder was. Da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, ob die Person nicht geistig etwas verwirrt ist oder so, aber... Ja. Ich verstecke mich lieber nicht in dieser alten Tonne. Sie würden mich sicherlich entdecken. Ich denke, es ist besser, das Flugzeug zu verlassen. Ja, ich weiß ja jetzt ich auch schon... Ich will mich ja noch ein bisschen umgucken. Hier haben wir noch eine Plane. Das könnte nützlich sein. Das ist doch wunderbar. Red Edison. Naja. Diese Anspielung, überall Anspielung, ne? Red Edison, der Urgroßvater von Fred Edison. Aus Day of the Tentacle. Kunstgalerie Red Edison. Kunstobjekte helfen mir leider nicht weiter. Obwohl Red Edison ja nicht der Kunstliebhaber war, sondern seine beiden Söhne. Im Ganzen nützt mir die Kiste nicht. Ja, dann öffne halt mal. Kunstobjekte helfen mir hier nicht weiter. Na, ach, sagst du, die nützt im Ganzen nichts und dann willst du die nicht öffnen, um mal vielleicht reinzuschauen. Na gut. Scanfeld. Offensichtlich ein Scanfeld. Leider reagiert es auf meinen Handabdruck nicht. Ja, das ist schade. Das ist ein Sicherheitssystem, keine Gegenspur. Wait. Error. Ich denke, die Tür lässt sich nur mit dem passenden Handabdruck öffnen. Na gut, zum Glück kommen da jetzt nicht irgendwie Sicherheitskräfte angerannt, weil irgendwie der falsche Handdruck gescannt wurde oder erkannt wurde. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben also einen Hebel, das können wir doch bestimmt hier in diese Vorrichtung stecken, oder? Boah, würde ich sagen, machen wir einfach mal auf und springen runter, ne? Also, warum nicht? Gar nicht so einfach. Irgendwas klemmt da. Was soll denn da klemmen? Man muss halt mal mit dem Buntstift ein bisschen... Buntstift da ein bisschen rumfummeln. Das sollten lieber die machen, die sich damit auskennen. Gut, aber eine intakte Sicherung, gucken wir mal. Also, was ist denn hier nicht intakt? Ja, wahrscheinlich hier Sicherungskasten, oder nicht? Das führt zu nichts. Wenn gehört eine Sicherung nicht in den Sicherungskasten rein, also... Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Was soll ich denn... Also das Problem ist Scanfeld. Ich komme da halt nicht durch, ne? Kann ich vielleicht mit der Plane irgendwie den Hebel... Das funktioniert. Mauseloch? Da gibt es nichts zu sehen. Ich glaube kaum, dass ich durch das Loch in die Freiheit kriechen kann. Ich glaube kaum, dass ich durch das Loch... Ja, du sollst ja nicht da durchkriechen, aber vielleicht kannst du da ein bisschen mit dem Stift rumfummeln, um irgendwas rauszukratzen, das oder? Das klappt doch nicht. Das klappt nicht, na gut. Wenn du das sagst, dann... So, was haben wir denn übersehen? Gibt's noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht angeguckt haben? Die Kartons möchte er ja nicht öffnen. Er würde den anderen auch nicht öffnen wollen. Okay, das könnte klappen. Also doch! Das eine willst du nicht öffnen, die anderen schon. Na gut, nehmen wir mal so hin. Was haben wir denn da drin? Mal sehen, was wir da haben. Das sieht mir ganz nach einer Art Allzweckmittel aus. Allzweckmittel für was? Gleitcreme oder was? Vaseline. Nee, ich saß noch in der Richtung, naja. Ich weiß, Vaseline ist keine Gleitcreme, aber kann man ja auch durchaus für solche Zwecke verwenden. Okay. Hast du noch irgendwas anderes drin, was Schönes? Da befinden sich weitere Vaseline-Tuben, aber eine Tube reicht mir. Ein ganzer Karton mit Vaseline-Tuben, naja, super. Na, warum nicht? Schauen wir mal, was ist das für eine Marke? Dranus Flutschfix-Vaseline, jetzt mit frischem Duft nach Minze. Achtung, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, Verbrennungsgefahr. Nur zur Schmierung gewisser Genital... Ich meine, Gegenstände. Naja. Sag ich ja, ne? So, komm, dann schmieren wir mal ein bisschen. Tja, das ist es. Okay, die Vaseline könnte das Scharnier schmieren. Ja, dann mach mal, ja. Das klebt aber. Yeah, sowas würde ich mir nicht auf die Gedi, ich meine auf die Gegenstände schmieren, ne? Ja, dann. Mist. Anscheinend ist die Sicherung, rausgesprungen, alles Verdammt. Klar. Was mache ich nur? Ja, erstmal Ruhe bewahren. Es konnte kein illegaler Einwanderer ermittelt werden. Die Beamten werden ihre Suche in den Lagerräumen verfolgen. Oh nein! Verdammt, ich muss mich beeilen! Ja,
dann hier schnell da rein. Keine Chance. Warte mal, ich speichere mal lieber. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zeitgebunden ist. Dö, 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 dö. Ja, mach auf hier. Gut, diese Sicherung sollte das Problem beheben. Na, dann mach. Ha, endlich, der Weg ist frei. Was ist das mal einfach rausspringen oder was? Ich kann nicht einfach rausspringen. Ich brauche unbedingt noch etwas, das meinen Fall bremsen kann. Ja, wahrscheinlich einfach die Plane, oder? Wenn ich die Enden zusammenknurre, könnte ich die Plane vielleicht als Fallschirm benutzen. Als ob das funktioniert. Du hast runterfallen wie so ein Stein. Ein astreiner Fallschirm. Okay, ist dein Leben, ne? Mach mal. Scheint, als hätte ich es geschafft. Jetzt schnell los, bevor es zu spät ist. Na dann. Jetzt ist die beste Chance hier. Na, lässt ja auch Zeit, ja? Und das war's jetzt. Spiel vorbei oder was? Einige Zeit später. Ach, schön. Oh, mein Schädel brummt. Was für ein Traum. Haben mir die Scolaria wieder eine ihrer Traumbotschaften geschickt? Ich habe geträumt, ich war in einem Flugzeug, das mitten in der Luft stand, gehalten von Kräften, die mir ein Rätsel sind. Und dann habe ich irgendwas über den Schädel gezogen bekommen, genau hier, wo die Beule... Moment mal, wenn da eine Beule ist, dann heißt das, dass ich gar nicht geträumt habe. Leider kann ich mich an nichts mehr erinnern, was davor oder danach passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich einer wirklich wichtigen Sache hinterher war. Und ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Also los, ich muss unbedingt herausfinden, was ich an Bord dieses Flugzeuges zu suchen hatte. Vielleicht kann mir Annie da weiterhelfen. Ach, du und Annie. Schwierigkeitsgrad. Yeah, baby, I like it hard. Oder no, please, I'm a... Tja, das ist ja die Frage. Ich meine eigentlich, wie das Problem ist. Ich sag mal so, wir haben ja auch bei manchen LucasArts-Adventuren schon diese Auswahl zwischen den Schwierigkeitsgraden gehabt. Das Problem ist, wenn ich jetzt einmal Wimpy nehme, kann es sein, dass manche Rätsel einfach komplett ausgelassen werden. Das heißt, man kann dann wirklich auch durchaus wichtige Story-Elemente verpassen. Komm, I like it hard. Moment. Damit ich nicht wieder alles vergesse, werde ich ab sofort ein Tagebuch führen. Das ist gut, das kommt mir sehr entgegen. Du hast einen neuen Eintrag, Diary, ach, ist ja wunderschön. Da fehlt mir der Durchblick. Das soll ein Scherz sein, oder? Was, da fehlt ja der Durchblick, guck mal rein, da. Liebes Tagebuch, nur noch Bruchstücke meiner ominösen Flugreise sind mir in Erinnerung geblieben. Was war das Ziel dieser Reise? Warum habe ich mich im Lagerraum versteckt? Und vor allem interessiert mich, was die Caponier damit zu tun haben. Meine Freunde und ich waren uns doch sicher, sie für immer vertrieben zu haben. Haben sie etwa einen Weg gefunden, das Schutzschild außer Kraft zu setzen? Vermutlich haben sie einen neuen Plan. Womöglich ist sogar die Welt wieder in Gefahr. Es hilft nichts. Ich muss herausfinden, was ich an Bord dieses Flugzeuges wollte. Oh, ich muss nicht gleich aus dem Spiel springen. Das wollte ich nicht. Und dann finden wir das doch mal raus, indem wir auch nochmal speichern. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Das ist auch schwer hier zu wählen. Aber ja, man muss sich auch mal ein bisschen was zutrauen, ne? So. Guck mal, was haben wir denn hier alles für das Bett? Warm und weich. Aber warum bin ich nur aufgestanden? Ja, das frage ich mich auch so oft, glaub mir mal. Ich kann das richtig nachempfinden. Genug geschlafen, Zachary. Zachary McGregory. Warm und weich. Das Bett steht an einem optimalen Standort. Ach, willst du nicht mal ein bisschen herumschieben? Was haben wir denn hier? Eine Steckdose. Na gut, da steckt ja nichts drin, also können wir da wahrscheinlich auch nicht irgendwie... Sauberer Strom aus Solarenergie. Oh, sogar nachhaltig hier, der Gute. Zum Glück habe ich eine Kindersicherung eingebaut. So schlimm, ja? Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja, lass dich mal von vorne betrachten. Ja, könnte schon hinkommen, ne? So ein bisschen vielleicht. Eine geöffnete Schublade, da ist ja meistens irgendwas drin, oder? Die unterste Schublade meines Nachttischs. Normalerweise bewahre ich darin Sachen auf, die
ich weder kommentieren noch mitnehmen. Aha. Okay, also ja, sehr viele sexuelle Anspielungen. Hä? Was hast du da drin? Deine private Dildo-Sammlung oder was ist da? Na komm, dann zeig uns doch mal, was du da drin hast hier. Ich kann sie nicht noch weiter herausziehen. Wieso? Und dann machst du es kaputt oder was? Sie klemmt. Ich kann sie nicht schließen. Ja, wahrscheinlich. Die unterste. Normal. Ja, wahrscheinlich, wenn ich da Vaseline mit reinpacke, dann passt das genau zu den ganzen Objekten, die da drin liegen. Lieber nicht. So. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ist da auch irgendwas Verbotenes? Ich kann beim besten Willen nichts erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Der macht doch die Lampe an. Also die Kordel. Okay, dann drück mal die Kordel, da kommt vielleicht auch gleich das Zimmermädchen. Hm, da tut sich nichts. Ich denke, die Birne ist kaputt gegangen. Ja, dann müssen wir die mal mitnehmen, würde ich sagen, ne? Ein bisschen rausdrehen. So, wie kann man Birnen reparieren? Einfach mit der ekelhaften Vaseline festkleistern. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Ja, ist ja gut, war ja nur ein Vorschlag, ne? Also, hier ist es zu dunkel. Zack hat natürlich keine Deckenlampe, sondern nur dieses komische, fette Wandlampending. Die oberste können wir auch öffnen, aber wahrscheinlich würde er auch sagen, es ist zu dunkel. Ich kann. Es ist. Und einfach hineingreifen will ich nicht. Sonst packe ich vielleicht noch in eine Scherbe. Ja, aber warum solltest du Scherben bitteschön in deiner Nachttisch haben? Was machst du? Was bewahrst du alles auf? Bist du ein bisschen messierhaft veranlagt oder. Ja, Chuck darf natürlich nicht fehlen, ne? Frauen stehen auf Männer, die mit Pflanzen reden. Natürlich, das klingt plausibel. Sie würde den Klimawechsel nicht vertragen. Ja, weil das Spiel ist schon alt, das war 2012, 30, ich weiß nicht, oder ist das so alt? Aber ein paar Jährchen hat es schon auf dem Buckel, ne? Und da wurde schon über den Klimawandel geredet, denk mal drüber nach, ne? Niemals. Chuck ist eine sehr empfindliche Pflanze. Ja. Gut. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ja, du kannst dann mit Chuck reden. Chuck, hast du Durst? Oh, Zettel und sowas interessiert uns gar nicht. Teddy. Was für ein grusiger Teddy vor allem. Was ist denn das für ein ekelhafter Mutant-Teddy? Ich will ihn nicht aufreißen. Ein Aufreißer, also öffne Teddy. Naja, du kannst auch sein Herz öffnen. Musst ja nicht gleich hier irgendwie auseinanderrupfen, oder? Nein, der bleibt hier. Ich will nicht, dass er dreckig wird. Na gut. Ah, Sheriff Lobo. Sheriff Lobo. Aus dem Alter bin ich raus. Das war doch eine Marvel-Anspielung, oder? Hier sieht dieser eine Alien-Typ da, Lobo. Oder dieser blaue... Alien-Typ auf dem Motorrad, oder bin ich da jetzt gerade falsch informiert? Broschüren. Daraus habe ich wichtige Beobachtungs- und Lauschangriffstechniken gelernt. Aha. Die haben Sammlerwert. Ich lasse sie lieber hier. Willst du nichts mitnehmen? Die Geheimtür muss woanders sein. Wenn es da eine gibt. Na gut, dann müssen wir mal jetzt gucken, wie wir unsere Glühbirne auswechseln können. Da hängt schon wieder Manic Mansion. Okay, hier funktioniert das Licht zumindest. Das heißt, das ist ein Überblick hier, was es hier so gibt. Okay, eine Haustür. Badezimmer und so habe ich scheinbar nicht. Ich habe nur ein Schlafzimmer und eine Küche. Naja, muss ich halt wohl hier meine Ausscheidung entwerten. Da ist irgendwas im Ofen oder sieht das so aus? Oder er ist sehr dreckig, das kann auch sein. Ja, gucken wir mal, Couch. Wollen wir uns mal schön hinsetzen? Stell dir lieber nur vor, wie es darunter aussieht. Ja, will ich nicht, aber vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drunter, man weiß es ja nicht. Dann schlafe ich ein und das Spiel ist zu Ende. Naja. Hey, ernsthaft, ich habe Wichtigeres zu tun. Macht er das jetzt? Ich will mich nicht hinsetzen, verdammt nochmal. Aber ich speichere jetzt, weil ich bin gespannt, ob ich ihn lange genug nerve, weil solche Sachen gibt es manchmal auch, dass man da so lange nervt, bis die Charakter sagen, ist okay, mache ich. Natürlich sehr lustig. Oh Mann, ich geb's auf, okay, ich setze mich hin. Dankeschön, das ist sehr befriedigend. Und wieder etwas Zeit totschlagen. Na super. Ja, das ist doch wunderbar. Es freut mich, dass die Entwickler da wenigstens auch dieses kleine Detail mit eingebracht haben, ne? Das war nämlich eine extra Animation, dass er sich hinsetzt, aber ich finde das schön. So, Sofakissen nehmen wir natürlich mit. Oh, mein Buttermesser. Wie kommt das denn dahin? Ja, das ist scheinbar eine Tradition bei ihm, das Buttermesser unterm Sofakissen zu verstecken. Ah ne, es war kein Buttermesser, aber das letzte Mal war auch irgendwas unterm Sofakissen, ich weiß es gar nicht mehr. Na dann hier, dann kratz doch mal so ein bisschen unter dem Sofa das rum. Das sollte ich lieber sein lassen. Oder nimm die Fernbedienung mit.
So, dann schauen wir, was Schönes im Fernsehen. Zu dieser Tageszeit gibt es nie etwas Gutes. Ja. Dog-Yui, Dog-Food. The one and only way to make your dog happy. Ich glaube, ich kriege Albträume. Ich hab's gewusst. Schon wieder dieses bescheuerte Werbebild. Dümmliche Produktwerbung schockiert Weltbevölkerung. Wuff! Schnell wieder ausmachen. Ach, Zack. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so zynisch. Das ist doch wunderbar. Für Hundebesitzer ist das doch eine tolle Sache hier. Okay. Bibi, 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 bibi. Du sollst echt mal mit deinem Anbieter sprechen, ne? Die Qualität ist wirklich schon scheiße. Wieder dieses bescheuerte Werbebild. Ja. Dümmliche Produktwerbung. Wuff! Ja, mach mal aus. Es ist halt besser so. So, kann man den Fernseher irgendwie vielleicht öffnen? Nee. Benutze, schau, nimm. Ja, nimm den ganzen Fernseher mit, ist in Ordnung. Lieber nicht. Die Garantie schließt keine Transportschäden ein. Ja, du sollst deine Garantie mal geltend machen. Also, wenn du so ein. Wenn du so ein Empfangsbild hast, ist das furchtbar. So, der Öfen. Gucken wir uns mal den Ofen an. Den habe ich seit Jahren nicht mehr benutzt. Ja, so sieht auch aus. Ey, ihr seht jetzt auch hier diesen grünen, dunkelbraunen Glibber, der da an der Ofentür hängt. Leben noch Reste meiner letzten Peperoni-Pizza. Vor allem, die ganze Bude ist so sauber und so schön, ne? Also außer das jetzt hier, Marmeladen, aber... An sich ist die Bude so sauer und dann öffne ich das Ding und mir kommt schon dieses ekelhaft atmende Zeug entgegen. Das ist ja eklig. Das wäre Energieverschwendung. Also ich kann nicht irgendwie... Das wäre... Kann ich mit Vaseline vielleicht das irgendwie... Sie klick... So langsam beginne ich an meinem Ver... So, öffne Schublade. In diesen Schüben bewahre ich einige Rezeptbücher auf. Okay. Wer legt denn in Schubladen Rezeptbücher? Du hast doch hier oben extra ein Bücherregal, warum denn nicht dahin? Na gut, gucken wir mal in die Mikrowelle. Ich hoffe, da ist jetzt kein toter Hamster drin oder da so. Da ist ein Aufkleber, nicht geeignet für Eier und Hamster. Wer würde ein Ei oder einen Hamster in eine Mikrowelle legen? Tja. Das Schöne ist, man merkt, es handelt sich um Fan-Adventure. Wir haben hier sehr, sehr viele Anspielungen, ne? Also, ich sag nur... Also, ich sag mal nicht woher, aber ihr könnt auf meinem Kanal... auch schon die Let's Plays zu den Spielen finden, wo das auch so umsetzbar ist. Mit Ei in der Mikrowelle und Hamster in der Mikrowelle. Generell haben... ja, nee, ich sag mal nichts dazu. So. Wenn da nichts drin ist, lohnt es sich auch nicht. Ist ja gut. Warum sagt das immer so sarkastisch hier, ey? Komm, Marmeladenglas. Das Glas ist gnadenlos am Tisch festgeklebt. Ja, ich sehe schon. Warum lässt man sowas da einfach stehen? Erdbeer-Vanille, aber wahnsinnig klebrig. Und dann hängt das da so. Eine Geschichte von der Fliege und dem Fliegenfänger. Ich möchte nicht die Fliege sein. Ja, komm, dann nehmen wir ich doch mal... Ich frage mich... Was hast du gesagt? Wenn das so einfach wäre... Sag nochmal, was hast du zu deinem wunderschönen Buttermesser gesagt? Ich frage mich, warum es den Begriff Messer verdient. Und der Schärfeherr wäre Löffel angemessener. Tja, da musst du mal dir ein paar bessere Messer zulegen, ne? Oder es mal wetzen. Aber ich denke mal, hier können wir das so ein bisschen abschaben, oder? Gute Idee. Ein Messer mit Marmelade. Oder so. Da gibt es sicherlich tausende von Einsatzmöglichkeiten. Genau wie bei den Wachslippen, die ich damals im Teleshop gekauft habe. Zum Schmieren, als Fugenfüllmasse, um alle möglichen Dinge zu verkleben, inklusive meiner Hosentasche und vielleicht sogar Menschen damit zu erschrecken. Mehr fällt mir nicht ein. Ich merke schon, der mag das irgendwie, dem Spiel sich irgendwelche schleimigen, flüssigen Dinge in die Hose zu stecken, oder? Ja. Aber meine Lieben, das ist eigentlich ein guter Punkt, euch hier erstmal einen Cut zu machen. Also, ihr seht schon, ne? Ist ein wunderbares Adventure. Ich freue mich echt auf die Reise. Mal gucken, wie weit wir kommen, gerade weil wir auf schwer gestellt haben. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Zack 2. Bis dahin, ciao.